Hallo. Nicht wundern, da klingelt arg im Hintergrund. Ich habe ganz vergessen, dass ich mich heute gar nicht gemeldet habe. Wir haben jetzt gleich drei. Ja. Ich gehe mal kurz rüber, das klingelt mir hier zu laut. Er macht halt Kaffee, beziehungsweise ich habe meinen schon. Er macht seinen noch. Aber ich habe das weh. Ich habe auch noch keinen Block geschnitten und nichts. Ich bin heute ein bisschen faul schlumpfmäßig unterwegs. Keine Ahnung. Kopf tut auch ein bisschen weh. Bestimmt für den Blubberbrause. ja, keine Ahnung. Irgendwie ist heute ein bisschen. Muss auch mal sein. Ich habe auch nicht so lange geschlafen. Also bis kurz nach 8. Kurz nach 7 war Daniel nicht. Diablo mich geweckt zum Frühstück. Habe ich eine Stunde im Bett gelegen, aber so richtig geschlafen möchte ich nicht mehr. Und bin dann kurz nach 8 aufgestanden. Jo. Seitdem lese ich das Rätselbuch, die Tintenjäger. Ist sehr, sehr gut. Ich musste gestern in meinem Buch da falten. Ich mag ja gar nicht, wenn ich in Büchern was falten muss. Aber gut. Hat trotzdem nicht funktioniert. Hat Daniel gefallen, ging auch nicht. Also, ja. Egal. Ein Rätsel war fehlerhaft. Da habe ich zwar das Richtige ausgewählt, aber muss ja dann mit diesem Lesezeichen da irgendwas rumschieben. Es hat gar nicht funktioniert. Das war völlig daneben. Es war dann ein anderer Buchstabe mit dem Symbol. Aber egal. Auch nicht schlimm. Wie gesagt, ein bisschen Kopf. Vielleicht sollte ich diesen Roller wieder dran machen. Vielleicht hilft das ja. Mache ich gleich mal. Dann gehe ich wieder rüber und lese weiter. Also irgendwie bin mir auch nicht sicher, wo ich den Block schneiden möchte. Du musst heute einfach mal ausfallen lassen. Eigentlich müsste ich jetzt zwei schneiden. Weil hier für morgen Weihnachten dran ist. Vielleicht drücke ich mich deswegen davor. Vielleicht schneide ich auch morgen den 23. und übermorgen den 24. Ich glaube ja. Ich glaube, ich lasse heute mal ausfallen. Einfach mal eine Pause. Ich würde eigentlich auch heute mal eine Runde machen, aber. Ich bin heute echt faul. Ich glaube, ich brauche einfach mal so einen richtig faulen Tag heute. Darf auch mal sein. Würde ich denken. Zumal ich ja morgen wieder arbeiten muss. Also von daher bin ich heute einfach mal faul. Gut. Guten Morgen. Ich sitze schon seit knapp 3 Stunden am Arbeiten. Ich habe meine E-Mails und Nachrichten und was weiß ich alles gelesen. Ja. Bin also wieder im Alltag zurück. Und gestern ging, ich habe mich ja gestern nur einmal gemeldet und da ging es mir schon doof. Ich weiß gar nicht, wann es war. Es war nachmittags noch, es wurde immer schlimmer. Mein Kreislauf war total im Eimer. Ich glaube aber auch, weil ich auch so Kopf- und Nackenschmerzen so ganz komisch hatte, dass es von meinem Kopfkissen nachgekommen ist. Und dass davon alles so ein bisschen merkwürdig war, weil mein Kopfkissen ist gerade so ein bisschen knotig. Und normalerweise wechsle ich ja jeden Monat. Aber dieses, ich weiß, wie hoch springen. Nein, nein, nein. Nicht hochhüpfen, hier ist kein Platz für dich. Komm, ruf ihn mal. Er kommt. Okay. Sehr cool. Ja, hört mal. So, ja. Was davon gekommen ist, dass mein Nacken so viel getan hat. Ich konnte mich ja gar nicht hinsetzen. Es hat immer weh, dass mein Kopfkissen zu knotig ist. Beim letzten Waschen ist es irgendwie schief gelaufen. Das ist irgendwie total versüffelt. Und ich konnte andere ja auch nicht nehmen, weil das war noch nicht gewaschen. Also ich gestern Abend dann mit so kleinen Kissen, wie so ein provisorisches Kopfkissen gebastelt. Das ging. Und jetzt ist alles ja super. Jetzt geht es mir richtig gut. Aber gestern war einfach die ganze Zeit so Schwimmern vor den Augen und so weiter. Also alles, das war das volle. So ein bisschen Übelkeit, Migräne und ach, was weiß ich. Deswegen habe ich gestern nicht mehr gemeldet. Und ich habe gestern keinen Blocker schnitten, weil war einfach nicht danach. Mir ging es einfach nicht gut. Punkt. Fängt schon mal gut an, das neue Jahr. Aber gut, dafür starte ich jetzt heute voll durch. Ich werde nachher auch noch ein paar Videos drehen, was ich auch gestern schon machen wollte. Also mindestens 1 oder 2 Videos drehen. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Ich werde nachher auch durchstarten mit meinem Schreibgedönse und so weiter und so fort. Ja, heute steht also ein bisschen auf dem Programm, normaler Alltag. Aber auch nicht zu lange, weil ich möchte es dann auf vielleicht jetzt 2 Stunden reduzieren erstmal, weil ich einiges zu tun habe diese Woche. Muss ich mal gucken, wie lange ich brauche. Ich werde es auch diesmal tracken. Man soll ja alles tracken. Und das werde ich nachher machen, wenn ich hier mit Feierabend fertig bin. Ich mache auch jetzt nur einen kurzen Tag heute. Ich dachte, für den Einstieg ist es ganz gut.
Da werde ich wahrscheinlich morgen einen langen Tag machen und Donnerstag ist eh wieder spät. Genau. Ich will auch diese Woche im Homeoffice. Ich denke mal, das sollte okay sein. Also wenn nicht, da muss ich gucken. Aber eigentlich schon. Weil donnerstags dahin fahren möchte ich nicht und freitags auch nicht. Also Donnerstag diesen nicht, weil wir eben diesen langen Tag wieder haben. Und heute Morgen sind eh noch, sind nur zu zweit. Von daher denke ich mal, das ist okay. Nächste Woche muss ich gucken, ob ich hinfahren kann, weil da streiken die ja, die Bahnen. Und da komme ich nicht gut hin. Ich habe mir geguckt, wie ich dann fahren muss. Das ist eine Katastrophe. 10 Millionen umsteigen gefühlt. Habe ich nicht unbedingt die Lust zu. Und danach ist, also eigentlich ist schon nächste Woche ist der Tunnel gesperrt, der S-Bahn-Tunnel. Aber ich habe mir geguckt, ich muss da einfach nur woanders umsteigen. Das heißt, die beiden Bahnen kreuzen sich woanders nochmal, was sehr gut ist. Das heißt, dann kann ich da umsteigen, statt weiter vorne. Und dann geht das. Aber beim Streik ist es halt ein bisschen schwierig. Dann mit 10 Bussen oder was das. Diablo, nein! Hör auf damit! Komm raus! Ich will mal hochspringen hier. Beschäftige ihn doch mal ein bisschen. Du hast aber ganz viel nichts zu tun. Was? Jetzt gleich oder was? Als wenn. Wohl kaum. Er musste mich noch ins Lager heute. Ja, so, ich mache jetzt hier weiter. Meine kurze Verkaufspause. Ich habe mir schon was zu trinken organisiert, da ich mir einen Kaffee getrunken habe. Und so weiter und so fort. Nachdem ich nun gleich mal die Kamera in die Hand. Und jetzt geht's hier wieder weiter. Zurück im Alltag. Yay. So, ich habe gleich Feierabend und habe gerade gefragt bekommen, ob ich morgen ins Büro komme. Wenn wir doch morgen zu dritt sein werden. Und von daher fahre ich da morgen hin, würde ich sagen. Nachdem ich dann nächste Woche nicht fahren kann, weil ja Streik und überhaupt keine Ahnung, wann ich denn da fahren könnte, ob ich fahren könnte. Genau. Und von daher fahre ich doch diese Woche. Ist doch okay, ich war länger nicht mehr da. Von daher ist es gut. Mal wieder ins Büro zu fahren, würde ich sagen. Also morgen Bürotag. So, ich habe Feierabend. Und dann sollte er eigentlich auch schon längst hier sein. Ich weiß nicht, ob gerade was poltern gehört im Haus. Vielleicht kann man ja gerade seine Rolle runterschleppen. Ich habe jetzt meine Pizza offen geschmissen, weil eigentlich will ich meine Runde machen. Es regnet zwar, glaube ich, immer noch, weiß ich nicht. Aber ich wollte eigentlich schon gestern meine Runde wieder machen. Aber gestern ging ja nicht. Nicht wirklich. Da hat kein Fuß voran sitzen. Aber das möchte ich heute gerne wieder machen. Ich habe mir schon ein Hörbuch rausgesucht, habe ich sogar eine Leseliste vergessen. Da habe ich mich gerade auch schon gedreht. Muss ich nachher noch schnibbeln, beziehungsweise jetzt gleich schnibbeln. Ich muss ja noch auf die Pizza warten. Ich schnibbel ich gleich, lasse es gleich hoch. Dann ist es pünktlich um 15 Uhr online. Und dann geht es unser Hochladen ja auch so. Puh. Genau, das werde ich gleich machen. Also schneiden. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich auch ein Hörbuch raussuchen könnte. Für unterwegs und überhaupt, beziehungsweise unterwegs habe ich ja auch das hier. Jetzt dann wieder mal. Muss ich noch aufladen. Es hat nur noch 20 irgendwas Prozent. Damit ich es morgen mitnehmen kann. Genau. Jo, das war die von der Pizza. Lest noch ein bisschen, denke ich mal, bis dahin. Ein bisschen erst schneiden, dann lesen, wenn Zeit halt übrig ist. Aber ich brauche keine 25 Minuten, glaube ich, für einen Videoschnitt. Nicht für eine Leseliste. Für andere Sachen eher, aber für Leseliste eher weniger. Genau. Dann esse ich gleich Pizza und dann tipple ich meine Runde. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann mache ich mein Autorengelönsi, dass es so einen Schnitt wieder hat. Ja, aber vorher essen. Ich wäre auch sonst losgegangen, aber ohne Essen ist natürlich wieder doof. Keine gute Idee, wissen wir. Also erstmal. Genau. Das mache ich jetzt. So. Das mit. Ach Gott, meiner Runde wird heute nichts, wahrscheinlich auch die ganze Woche nichts. Weil es gibt keinen Tag weiter, wo ich eine Runde machen könnte. Also werde ich nächste Woche beginnen. Ich habe mir jetzt also erstmal einen Kaffee gemacht. Auch wenn heute nicht Montag ist, für mich fühlt sich wie Montag an. Also das ist die Tasse dran. Ich habe mich jetzt fast eine Stunde gebraucht für Essen. Also Essen machen, also Pizza backen und essen. Es ist gleich 15 Uhr. Wenn ich jetzt nicht anfange, schaffe ich nichts mehr. Ich habe auch noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Haushaltsgedönse,
duschen nachher noch und so weiter und so fort. Mit Haare föhnen hoffentlich. Hier ist mein Kissen neu beziehen und. Küche, alles Mögliche. Deswegen fange ich jetzt lieber an, hier was zu machen. Und setze mich jetzt an meinen Schreibgedönse. Ich habe eine Länge, eine sehr lange Liste, aber ich glaube nicht, dass ich heute alles schaffe. Vor allem muss ich auch noch Sachen vorbereiten für morgen, weil ich ja den Vlog zum Beispiel, diesen Weihnachtsvlog, von dem graust mich echt, ne? Nachher ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber das ist ganz verpixelt und so weiter. Meine Eltern, ist immer eine Katastrophe. Mal gucken. Das muss ich auch noch fertig vorbereiten dann für morgen, weil ich ja morgen dazu nicht kommen werde. Genau. Wenn ich nach Hause komme, bin ich platt. Ist so. Ganz normal. Bei mir jedenfalls. Deswegen heute so viel wie möglich schaffen, damit ich morgen so gut wie nichts mehr habe. Ist da ein Marienkäfer? Ein kleiner? Nuki, was machst du denn hier? Ja, aber ein kleiner von den Bösen. Ja, aber Marienkäfer. Nun gut. Ja, deswegen nicht mehr lange quatschen. Ich suche mir erst meine Notizen raus, öffne mein Programmchen und. Und los geht's. Ich schneide gerade den Vlog für Weihnachten. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie ich denke. Ich meine, ja, dann ich habe mit zwei Kameras gefilmt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich beide reinmache oder ob ich nur das eine reinmache. Aber wenn wir die eine nur lassen, die eine Ansicht, die immer gleich stehen bleibt. Perfekt, weil er hat ja mit der GoPro gefilmt und die hat dann so ein anderes Format, das hat er so eingestellt, dass ich es nur, dass man es nach oben und unten schieben kann. Das heißt, ich kann einfach ein Stückchen nach oben schieben. Die Köpfe sind dann einfach weg bei der Bescherung selbst, beim Verteilen der Geschenke. Und trotzdem sieht man, es ist nicht abgeschnitten und ich muss dann nichts verpixeln. Großartig. Ich glaube, ich werde die zweite Kamera mal gucken, ob ich das überhaupt reinnehme in den Vlog oder ob ich es nur im Privatvideo mache, weil das ist echt eine Frisselarbeit sonst. Aber ich werde sehen. Ich gucke es erstmal an. Es geht eh schon 27 Minuten. 27, da fehlt noch 7 Sekunden oder 7 Zehntelsekunden. Dann wären 27, 27, 27, ist aber nicht. Da fehlen, wie gesagt, 7 Sekunden. Egal. Ja, dann schneide ich mal hier weiter. Dann habe ich es nämlich fertig. Mein Schreibgedönse habe ich jetzt auch schon gemacht. Nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eine Stunde lang machen. Ich habe nur ein bisschen. Ich muss mal gucken, weil ich jetzt unbedingt diesen Log fertig stellen will. Das heißt, ich werde. Aber ich tracke ja jetzt alles auch. Man soll ja halt tracken. Das habe ich gemacht. Obwohl ich es erst spät gemerkt habe. Man kann es auch hinterher noch eintragen. Alles gut. Muss mich auch mal daran gewöhnen, dass ich dann auf das Zeit-Tracken klicken muss. Ich habe mir vorhin schon die Aufgaben eingetragen, aber dann vergessen, eben drauf zu klicken. Jo. Das hier. Genau. Das heißt, ich schneide jetzt den Log hier erstmal weiter und dann gucke ich mal, ob ich die zweite Perspektive überhaupt nochmal reinnehmen möchte. Weil das wäre sonst wirklich tricky. Okay. Mit zwei Perspektiven geht. Ich habe es jetzt hinbekommen. Es war nicht so aufwendig. Ich bin noch bei der Bescherung. Aber ja, ich habe es hinbekommen. Ihr seht, das sind ein paar Sachen, die ich herausgeschnibbelt habe, die hier denn privat sind, weil meine Eltern ja nicht zu sehen sein möchten. Ansonsten schiebe ich immer hoch und runter. Das klappt wunderbar. Meine Mutter ist einfach zu klein. Das passt nicht. Da muss ich immer ein Stückchen hochschieben. Ansonsten geht es wieder runter. Aber wenn sie dran ist, muss ich immer ein Stückchen hochschieben. Aber ich muss die selber pixeln. Und immer dieses Hin und Her, das ist so großartig. Und beim Auspacken dürfte es ja auch funktionieren. Gucken wir mal. Ich habe gerade mal 7,5 Minuten geschnitten. Ernsthaft? 24.